Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Und zwar heute zu unserem Aufgebraucht-Video zum Monat Mai. Ich zeige euch heute alle Produkte, die wir im Mai komplett aufgebraucht haben und sage euch kurz und knapp meine Meinung dazu. Da es ein paar Produkte sind, kurz und knapp, denn sonst wird das Video viel zu lang. So, wir fangen einfach ganz fix an. Und zwar habe ich von Fahr Oriental Moments Pflegenduschcreme aufgebraucht. Sehr, sehr angenehm. Ein sehr angenehmer Geruch. Gerade für den Frühling fand ich das ganz, ganz toll. Fand ich sehr schön. Dann habe ich die erste Spülung von Jean & Len ohne Gedöns ausprobiert. Und zwar Jojoba und Apfel. Da habe ich mir ja alle drei Sorten oder die drei Sorten, die es bei DM gab, von gekauft. Das ist das erste, was ich ausprobiert habe. Pflegewirkung war ganz, ganz toll. Ich fand den Geruch allerdings etwas, ja, er war mir ein bisschen zu stark. Also das war gewöhnungsbedürftig, deswegen werde ich schauen, wie die andere Spülung sein wird. So, dann habe ich mein Shampoo von My New Hair aufgebraucht, und zwar Balance Everyday Shampoo Haar- und Kopfhaut. Davon habe ich, glaube ich, schon zwei- oder dreimal diese Variante aufgebraucht, weil die relativ häufig in Boxen drin sind. Und die finde ich auch ganz, ganz toll. Die pflegt super, meine Haare fühlen sich danach ganz toll an. So, Emil hat dann ein Shower, ein Shampoo aufgebraucht von Tetesep, und zwar Starker Held ohne Ziepen und Tränen. Hat einen angenehmen Geruch. Er fand die Farbe auch ganz toll. Das hat so ein helles Blau. Ne? Das zieht ja bei Kindern auch ganz oft. Also auf jeden Fall schönes Produkt. So, dann von Isana habe ich auch eine Duschcreme aufgebraucht. Und zwar aus einem Weihnachtskalender war die noch. Die habe ich im Urlaub mitgehabt, weil ich so die kleinen Größen immer ganz spannend fand. Auch da angenehmer Geruch, aber jetzt nichts Spektakuläres. Sonnencreme haben wir auch aufgebraucht, und zwar ist das hier noch vom Emil eine gewesen aus dem Kindergarten. Also die hatte er im Kindergarten immer mit. Das ist die hier von Suncare 50, ja, Lichtschutzfaktor 50. Ist mit diesem Spray, fand ich dann irgendwie auf Dauer ein bisschen, also oder er fand es auf Dauer ein bisschen unangenehm. Er mag dann doch lieber die normalen Cremes. Da hatten wir von DM, von Sundance auch noch die mit Lichtschutzfaktor 50, ultrasensitiv. Die war ihm dann angenehmer. Die ist auch irgendwie ein bisschen schöner eingezogen. So, weiter geht's mit I&M Spicy Energy Body Lotion. Die habe ich ja schon in meinem Pan Project Video gezeigt, weil ich da ganz stolz war, dass ich die aufgebraucht habe. Das ist die hier. Der Geruch war mir nichts, muss ich ehrlich sagen. Der war mir zu speziell. Dann von This Works diese Handcreme habe ich aufgebraucht. Auch da Handcreme aufbrauchen bin ich immer sehr stolz, weil das, da muss ich mich immer sehr dolle überreden, dass ich dies tue. Weiter geht's mit von Sundance DM. Lichtschutzfaktor 30, ein Sonnenfluid matt, das ist direkt fürs Gesicht, und es hat halt so einen Matt-Effekt, damit man im Gesicht da nicht so glänzt. Das fand ich sehr angenehm. Von Nature Box habe ich einen Kräftigungskur Hairshot aufgebraucht, und zwar mit kaltgepresstem Olivenöl. Das war in einer Pinkbox, glaube ich, drin. Und das fand ich ganz toll. Die Haare waren danach so geschmeidig, und das roch auch total angenehm, finde ich. Eine Zahnpasta von Happy Brush. Die Super Black Whitening Zahnpasta habe ich aufgebraucht. Also Tino benutzt aktuell eine andere, weil da ist Eukalyptus drin und das kann ich nicht verwenden. Deswegen nimmt er die, und ich hatte die verwendet. Fand ich auch vollkommen in Ordnung, aber auch nichts, wo ich sage, wow, brauche ich dringend wieder. So, weiter geht's. Ich habe etwas an Cremes und so weiter. Etwas. Cremes aufgebraucht. Und zwar einmal von Madara eine Augencreme habe ich aufgebraucht. Die Time Miracle Wrinkle Resist. Die war super angenehm. Ist ganz schnell eingezogen. Hat auch super gepflegt. Also die hat mir sehr gut gefallen. Dann ein Serum von Mon Stefanie Giesinger,
ein CBD-Face-Serum. Das fand ich auch ganz toll. Das war in einer, ich glaube, Campus-Tüte drin. Das ist ultra schnell eingezogen und hat ultra gut gepflegt. Also kann ich sehr empfehlen. Dann von Colibri habe ich den Hyaluron-Booster aufgebraucht. Der war auch in so einer Campus-Tüte drin. Auch das sehr angenehm, ist aber nicht ganz so schnell eingezogen wie das von Mon, muss ich sagen. So, weiter geht's. Ein Deo hat Tino aufgebraucht und zwar von Butcher's Son. Das Deodorant for Men, sensitiv ohne Alkohol, 24 Stunden Schutz, rare, aquatisch und holzig mit Pomelo- und Sandelholzgeruch. Die Butcher & Son Produkte mag er grundlegend sehr gerne und auch das Deo, es roch gut und es hat auch gut gemacht, was es sollte. Ich habe ein Parfüm noch aufgebraucht und zwar von S. Oliver So Pure. Das mag ich sehr gerne. Es war sehr fruchtig, sehr frisch und das habe ich wirklich sehr gerne morgens dann immer verwendet und habe mich dann auch sehr lange frisch gefühlt. So, weiter geht es. Wir haben hier noch ein kleines Duschbad, Mandelblütentraum, Litamin Wellness and Care. Sehr angenehm, so eine kleine Probe, wie gesagt, nehme ich gerne mal mit in den Urlaub. Da macht sich das ganz gut. Dann eine Tagescreme von Ren Clean Skincare. Das war okay, aber war mir von der Pflegewirkung her nicht so bombastisch. Und dann haben wir hier noch ein Produkt, und zwar von M. Asam Vitamin C Glow Feuchtigkeitscreme. Hier muss ich ehrlich gestehen, die fand ich nicht so gut. Weil die ist einfach nicht so schön eingezogen. Es hat relativ lange gedauert, bis dieser Cremefilm auf der Haut dann verschwunden war. So, eine weitere Handcreme habe ich aufgebraucht von Delilou. Da habe ich sehr lange gebraucht. Das ist mit Paranuss. Die konnte ich auch nicht so häufig verwenden, weil da hatte ich das Problem, dass ich dann teilweise raue Fingerknöchel hier bekommen habe. Und deswegen musste ich da immer, die habe ich vielleicht ein, zweimal die Woche genommen. Öfters ging einfach nicht. Dann habe ich mir meine Haare nachgefärbt. Vor einer Weile ist es aber schon her. Und hatte jetzt immer wieder als Spülung diese Nachspülung dazu genommen. Die mag ich ja immer auch sehr gerne. So, und jetzt kommen noch Badezusätze und Masken. Wir hatten auch noch ein Erkältungseinreibezeugs aufgebraucht. Das ist mir aber gerade hier weggerollert, deswegen lasse ich das jetzt einfach weg. Eine Badekugel haben wir aufgebraucht und zwar von Treats Bubble Bath Fun Flamingo Paradies. Die roch total schön fruchtig, muss ich sagen. Dann von Dresdner Essenz das Sternebad Skorpion. Fruchtig, sinnlicher Geruch. War okay, aber nichts, wo ich sage, brauche ich dringend wieder. Dann von Tete Sept die Varianten hier, die finde ich ja immer ganz, ganz toll. Und zwar ist das hier Chardonnay, Traube und Johannisbeere. Das riecht unfassbar gut, nutze ich super gerne. Das Sternebad Steinbock. Fand ich ein bisschen besser als das Skorpion Sternebad. Mit balsamisch warmen Duft. Dann Emil, seine Badezusätze waren diesen Monat Tinti, der Blubbervulkan, den mag er immer sehr gerne. Da kommt oben so roter Schaum raus. Also es kommt so raus wie bei einem Vulkan halt, ne? Dann von Sauber kunterbuntes Knisterbad. Da klingt immer so, als würde er frittiert. Von Tete Sept Gute Nacht Schaumbad. Das ist mit Lavendel, sodass das Kind auch noch mal ein bisschen entspannter ins Bett geht. Bringt bei Emil aber nichts, wenn er aufgepusht ist, ist er aufgepusht. Dann T-Rex World Tetesip Kinder Badespaß Sprudelbad mit dem Allosaurus. Alles, was mit Dinos ist, ist ganz spannend für das Kind zurzeit. Aber welcher Junge in dem Alter mag das nicht, ne? Oder selten, dass es ein Kind nicht mag. Und von Kneipp Naturkind das Milchstraße Schaum- und Cremebad. Grundlegend toll, macht eine schöne blaue Farbe auch, riecht auch ganz toll. Emil mag aber zurzeit keinen Schaum. Der findet es furchtbar, wenn Schaum in der Wanne ist. Deswegen mache ich das Cremebad rein zum Einlassen und das Schaumbad erst, wenn das Wasser schon eingelassen ist, damit nicht so ein Schaum kommt. Aber grundlegend tolles Bad.
Und an Masken habe ich diesen Monat einmal von I&M die Hydro Boost Gel Maske und Supersoft Peeling verwendet. Das war so ein Afterwork Kombination, erst Reinigung und dann Maske. Ganz, ganz toll. Haut war danach babyweich. Es riecht ganz toll. Ist, glaube ich, mit Granatapfel. Genau, Granatapfelkern, Hyaluron, Aloe Vera und Reis. Und ganz spannend fand ich von der Firma B-Routine die Mikro-Needling-Augenpads. Augenfalten mindernd und glättend mit 3D-Mikro-Hyaluron-Gelnadel mit Anti-Age-Peptiden für jeden Hauttyp. So sieht das Ganze aus. Man hat halt die ganz normalen Augenpads hier für drunter. Nur sind die halt mit so einem Kunststoffnadeln versehen. Also so ganz, ganz feine, kurze Nädelchen. Und wenn man sich das hier so drauf macht, merkt man es auch. Es piekst ganz leicht, aber also wirklich ganz leicht. Es tut nicht weh. Ist aber ein ganz komisches Gefühl. Und diese Augenpads lässt man dann zwischen 1 bis 4 Stunden drauf, bis man merkt, dass diese Mikronadeln sich sozusagen wie aufgelöst haben. Das habe ich gemacht und ich war erstaunt, wie krass das tatsächlich gewirkt hat. Und zwar, ich hatte aufgrund von Schlafmangel ganz schön so Augenringe und nachdem ich das drauf gemacht hatte, die waren wie verschwunden. Es sah wirklich sehr geschmeidig, glatt, es sah super aus, hat sich toll angefühlt. Ja, also ich war sehr überzeugt davon. Und ja, damit wären wir mit diesem Aufgebraucht fertig. Ist wieder allerhand gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Produkte zeigen, die ihr noch nicht kanntet, die ihr vielleicht ganz interessant fandet. Wenn ihr das Video gut fandet, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bleibt auch gerne hier mit einem Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Dann macht's mal gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Nicole.